Ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. Sixt Leasing wurde ja ausgegliedert, aber nach wie vor einfach, ich glaube, das ist die einzigste Leasinggesellschaft aktuell, die den neuen Audi Electron anbietet unter 1000 Euro, also ab 89. Also auch wenn man mal sagen wir mal, die Mietpreise vergleicht, Leasingpreise, wirklich legen die sehr gut unter den Durchschnitt. Und man sieht es auch am Aktienpreis, der hat sich seit der Corona-Krise 120% im Plus oder so.